Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von eurem Swapmaster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ja, wie ihr es gelesen habt, ich kann es nicht rein. Ich kann den Scheiß anfangen jetzt, Sascha! Servus liebe Shisha-Freunde, Halleluja! Servus liebe Shisha-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von eurem Spockbuster-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Ja, wie ihr es im Titel gelesen habt und auf dem Thumbnail gesehen habt, geht es heute um eine neue Sonne aus dem Hause PX1. Der Tobi hatte drei kleine Schöttchen von PX1 im Briefkasten. Und wir wollen euch heute eine von den drei Sorten vorstellen. Und zwar geht es heute um den Kirschjoghurt. Also eine sehr, sehr interessante Sorte. Kirsche ist ja, wie ihr wisst, immer sehr, sehr schwierig zu treffen. Bis jetzt der einzige gute, eigentlich, wo wir so geraucht haben, war der Milano. Haben wir auch schon ein Video zu, haben wir ein Video zu gemacht? Ja, haben wir, glaube ich. Sascha, haben wir ein Video? Ja. Ja, haben wir ein Video zu gemacht. Der war sehr, sehr lecker. Und jetzt eben in Verbindung mit Joghurt, klingt sehr, sehr nice. Und was wir außerdem noch hier haben, ist der Raspberry Iced Tea und der Donut. Vielleicht habt ihr das beim Nico Slowmo gesehen, der hat den auch schon vorgestellt. Falls ihr da Bock drauf habt auf eine weitere Sorte, könnt ihr das mal unten in die Kommentare reinklatschen. Dann schauen wir mal, ob wir da noch was deichseln können. Und ja, Tobi, vielleicht willst du noch was sagen zwecks unserem Equipment? Ja, wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt oder auch nicht, wir haben eine neue Kamera jetzt aktuell. Das ist das erste Video mit der Kamera. Und wir haben wieder das Rode-Mikrofon angeschlossen, das wir eigentlich schon seit längerem haben. Aber aufgrund der letzten Kamera, die wir bis jetzt eben hatten, bei der Alpha 6000 hat es dran gepasst, nicht genau anschließen konnten. Jetzt sind wir quasi auf die Alpha 6400 gewechselt. Haben auch wieder den Vorteil, dass wir uns selber im Display sehen. Und noch ein paar so andere Features, was die Kamera so liefert. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, auch was Fotos angeht und so weiter, was jetzt in Zukunft kommt. Ja. Ja, was haben wir noch? Setup-technisch, ich weiß schon wieder, wie die Pfeife heißt, von der Hooker. Blackjack. Die Blackjack und auf der UBG Bowl mit einer Emmy Smokebox und momentan zwei Kohlen drin. Und jetzt eine Blade-Kohlenzange, ist jetzt unwichtig, aber ist mir gerade aufgefallen. Und ja, zum Geruch würde ich auch gleich kommen, wenn der Felix mal ein Zipper hier reicht. Ja, geruchstechnisch beim Aufmachen von den Shots, PX1 schreibt immer nicht viel drauf, deswegen weiß man nie, von wem das Ganze ist. Ist mir der auf jeden Fall als erstes in die Nase gekommen, weil Donut ist immer so eine Sache und Raspberry Iced Tea ist halt geil. Raspberry. Kennt man doch ein bisschen. Bei Kirsch ist es halt ein extra Flavor. Und geruchstechnisch muss ich sagen, es riecht wie wenn ich in irgendeinem Standard-Supermarkt einen typischen Kirschjoghurt aufmache. Eigentlich genauso riecht es, da kann man nicht viel dran beschreiben. Es ist eine Kirsche, wie wenn sie reingeworfen wurde in den Joghurt. Also keine Duftbaumkirsche oder irgend sowas. Es gibt bestimmt auch Duftbaumkirschen, die nach echten Kirschen riechen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Glaube ich nicht. Oder was sagst du? Ja, noch kurz ein paar Background-Infos. PX1 ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr, sehr geile Joghurt-Aromen zaubern. Wir haben damals schon den, was hatten wir damals? Den Mango. Mango Maracuja haben wir in der Joghurt-Line. Waren sehr, sehr geil. Deswegen bin ich umso gespannter auf den Kirschjoghurt eben. Und PX1 hat auf der Facebook-Seite geschrieben, dass sie jetzt über 5 Jahre dran sind, einen geilen Kirschtabak rauszubringen. Ne? Kirsch gab es von PX1 so in der Form noch nicht, weil eben dieses Aroma geht's? Weil dieses Aroma eben sehr, sehr schwer hinzubekommen ist. Sie haben über 50 verschiedene Kirscharomen probiert, bis sie jetzt endlich gesagt haben, das ist er. Und das ist jetzt eben hier diese finale Version. Deswegen eigentlich schon mal sehr, sehr positiv, dass die sich wirklich so viel Zeit lassen, um da wirklich einen geilen Kirschflavor rauszubringen. Oder versuchen, werden wir gleich rausfinden. Geruchstechnisch kann ich auch einfach sagen, ihr habt diese typische PX1 Joghurtnote mit drinnen, die ist einfach unbeschreiblich geil. Und ist irgendwie ein Kirschjoghurt, da gibt es nichts weiter zu sagen. Felix, weiß nicht, vielleicht kriegst du noch Mandarinen oder Aprikosen raus, weiß nicht. Da ist auf jeden Fall Cola drin. Nee, Spaß beiseite. Riecht halt nach Kirschjoghurt. Ja, kann man nichts weiter dazu sagen. Ja, zum Kopfbau. Ihr seht es gerade eingeblendet. Tobi hat es vorhin schon gesagt, wir haben das Ganze auf der UBG Bowl gebaut. Haben wir ja damals so die Erfahrungen gemacht, dass PX1 nicht ganz so hitzeverträglich war. Vor allem mit 3 Kohlen, muss ich sagen, war es damals, ich weiß nicht, ob sie es jetzt mittlerweile geändert haben, war es schon kritisch, den zu rauchen, hat es manchmal ein bisschen gekratzt. Seit dem Mojito, seit dem letzten Video, könnt ihr euch an der Stelle mal ansehen. Ich blende es euch mal ein. War die Hitzeverträglichkeit eigentlich wieder besser, Tobi? Oder was sagst du? War auf jeden Fall stabiler. Hat sich also gebessert, ja. Hat sich gebessert, kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit 2 Kohlen rauchen in der Smokebox. Schnitt ist
ist eben diese Nubia Super Dry. Da kosten 25 Gramm 4,50 Euro. Dazu müsst ihr euch noch dieses Aromafläschchen kaufen. Das kostet 9,49 Euro, also 9,50 Euro. Mischt das Ganze an. Könnt ihr es mit der Turbo-Tasse machen, würden wir jetzt an der Stelle nicht empfehlen. Einfach selbst anfeuchten, müsst dann glaube ich 7 Tage, eine Woche warten ungefähr. Immer mal ein paar Mal durchrühren und dann könnt ihr das Ganze rauchen, dann ist das Ganze fertig. Und schnitttechnisch ist eben diese, wie gesagt, diese Nubia Super Dry, grober mittelfeiner Schnitt. Und eigentlich alles dabei. Läuft sehr, sehr gut, kann man mehr Lochkopf sehr, sehr gut bauen. Und läuft auf jeden Fall die Kiste. So, dann kommen wir mal zum Rauchen und zum Geschmack. Der Tobi zeigt euch mal die Rauchentwicklung. Wir rauchen seit ca. 20 Minuten, dafür eigentlich noch recht ordentlich. Ja, rauchtechnisch läuft das Ganze. Zum Geschmack ist eigentlich wichtigste an dem Tabak. Und bei dem hier ist es so, man muss ganz klar sagen, da man den Tabak jetzt gerade anraucht, hat man eine frische Note dabei. Was ich bei dem Joghurt eher komisch finde, das ist eine Eisnote, also es ist eigentlich mehr so Kühle im Mund. Frische, ja. Und dann, das geht dann nach 5 bis 10 Minuten weg, das Ganze. Jetzt so von der Kirschnote her muss ich sagen, es ist wie im Geruch, finde ich, wenn man aus einem Kirschjoghurt, wo so richtige Kirschstücke drin sind oder Kirschen drin sind, so eine Kirsche jetzt nur im Mund hat. Der Joghurt ist mit dabei, das Ganze, das ist alles schön abgerundet. Am Anfang fand ich es noch ein bisschen von der Kirsche her wegen aufdringlich, wegen so herb, herbsäuerlich, fast säuerlich eher weniger. Also säuerlich, leichtes Zitronenaroma, schwer zu beschreiben, ja. Irgendwie so eine komische Geschmacksart. Jetzt aber das Ganze, wenn man es angeraucht hat, läuft das Ganze, schmeckt eigentlich wirklich gut von dem Kirschjoghurt, kommt sehr nah ran. Ja. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber kauft euch einen Kirschjoghurt, wenn ihr den Tabak probieren wollt und kauft euch dann den Tabak. Also, so ist im Endeffekt, oder das ist die Molasse, so ist mein Fazit. Ja, PX1 hat ja zusätzlich noch, steht auch im Text, noch so ein leichtes Zitronenaroma mit reingemischt, ganz leicht am Ende, dass es noch ein bisschen säuerlicher wird. Muss ich sagen, schmeckt man auf jeden Fall gut raus, hat Tobi ja gerade gesagt. Also es ist jetzt so, dass ihr die pure Zitronenbombe irgendwie da drin habt, aber säuerlich. Das ist sowas am Ende noch, sowas leicht säuerliches habt ihr mit dabei. Und ansonsten Kirschjoghurt auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut getroffen. Die Joghurtnote von PX1, wie gesagt, ist sehr, sehr geil. Da gibt es nichts dran zu meckern, ist das beste Joghurtaroma, wo es auf dem Markt gibt, meiner Meinung nach. Und die Kirsche ist wirklich auch sehr, sehr gut. Kann man jetzt nicht vergleichen mit dem Milano, den wir schon mal vorgestellt haben. Das war ja diese pure Kirsche mit einer leichten Minze, mit einer leichten Minznote mit dabei. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin, was PX1 angeht und vor allem die Joghurtline, sehr, sehr begeistert. Wie gesagt, kann ich jeden Tag rauchen und lohnt sich auf jeden Fall für alle, die was Cremiges wollen in Verbindung mit Kirsche, ist man bei dem Tabak auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. So, jetzt noch der Hausi, was sagst du? Der Gourmet-Schmecker? Also ich bin auf jeden Fall, man muss schon mal sagen, nicht der Fan von Kirschjoghurt, sondern eher der Erdbeerjoghurt-Fan, wie man vielleicht in dem Bestrafungsvideo gesehen hat. Ja, da hat der Felix das Erdbeerjoghurt alleine ausgefressen. Nee, das hat halt auch mal an der Flasche, an einem Glas gezogen. Ne? Aber ist auch der erste Joghurt-Tabak von PX1, den ich geraucht habe. Echt? Ja, hat davor keinen anderen geraucht. Muss aber sagen, der schmeckt wirklich echt gut. Halt nach Kirschjoghurt, nach dem, was er schmecken soll. Mhm. Echt eine gute Kirsche. Das Säuerliche kommt wirklich schön rüber. Wirklich kein richtiger Zitronenflavor, sondern halt nur die leichte Säure. Im Abgang, ja. Genau, im Abgang. Und halt eine richtig schöne Joghurtnote. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Ja, ihr müsst bedenken, der Hausi ist noch ein bisschen nervös, ne? Weil das ist jetzt erst sein 10. Video ungefähr. Das war schon der Tobi und ich, wir sind da schon ein bisschen eingespielter. Über 300. Wir haben über 300 Videos jetzt schon gedreht. Also bei uns geht es ein bisschen lockerer vom Pelz weg. Aber wir denken, wir hoffen, wir kriegen dich noch mit. Ja, wir ziehen unser Küken schon. Ja, genau, wir ziehen unseren Hausi noch, dass er... Ich mache euch alle fertig irgendwann. Genau, also Felix hat es gesagt. Und ja, dann gibt es eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Außer probier die ganze Sache mal und ja, willst du noch was sagen, Tobi? Nö, eigentlich nicht. Tabak ist, beziehungsweise Molasse ist gut, kann man auf jeden Fall öfter rauchen. Falls ihr noch irgendwas von den anderen Sorten sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann können wir vielleicht im Laufe der nächsten Wochen irgendwann mal noch ein Video mit zwischen. Also das Sascha und ich wären sehr gespannt auf den Donut. Donut klingt interessant. Riecht aber riecht gut. Ja, von Tobi ist es nicht so. Ja, riecht kuchig. Aber egal, das war's für dieses Video. Ballert unten die Kommentarbox voll und gibt like. Sowas zu sagen. Wenn das Sascha schon mal nicht da ist, Felix, abschließende Worte. Ja, Shisha ist kein Hobby, Shisha. Ja! Ja! Mach jetzt einfach!
In dem Sinne, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. Haut rein, macht's gut und Servus. Jetzt machen wir so, wie es ihr gewohnt seid. In dem Sinne gibt es nichts weiter zu sagen, außer wir hoffen, wir konnten euch den Tabak, die Molasse näher bringen. Und Shisha ist ein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus!